Null. Go, deine liebe YouTuber, liebe YouTuberinnen und willkommen zu einer weiteren Episode von Epic Duel Commentaries of History. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es hat ziemlich lange gedauert, ihn ranzukriegen, aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Ich begrüße... Ich bin der Duke und nach mir kommt lange nichts. Yeah, ich find's richtig, richtig geil, dass wir beide heute hier sitzen und ein Duel Commentary machen können. Aller guten Dinge sind zwei. Ja, da magst du recht haben. Bevor wir jetzt wirklich anfangen, möchte ich aber noch eine Kleinigkeit erwähnen. Und zwar, hast du mitbekommen, dass der San Diego gegen dich einen Diss-Track geschrieben hat, Duke? Ist das zu fassen? Hör zu, San Diego. Du bist scheiße. Ich bin toll. Ich bin ein Wunder. Das ist doch mal eine Ansage, nicht wahr? Okay, ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet und wenn du bereit bist, können wir damit anfangen. Ich bin von Geburt an bereit. Ja, natürlich. Das hätte ich mir auch irgendwie denken können, ne? Okay, Duke, die erste Frage. Woher kommst du eigentlich? Ich bin aus Vegas. Wir schießen erst und stellen später Fragen. Okay, cool, dass du aus Vegas kommst. Auf jeden Fall, kommen wir zur zweiten Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man der ansehnlichste Mensch der Welt ist? Es ist geil, der King zu sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das geil ist. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie schaffst du es bitte, bei allem und jedem der Beste zu sein? Alles eine Frage der Reflexe. Der Reflexe? Naja, ich hätte irgendwas anderes erwartet, aber okay. Tu nicht so, als wärst du nicht beeindruckt. Nein, aber ich meine, ich habe auch ganz gute Reflexe. Das kann jeder behaupten. Ich möchte mich jetzt nicht mit dir hier streiten, also würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Frage. Oh, hier scheint irgendein Fehler aufgetreten zu sein, denn wir haben gar keine Fragen mehr. Meine Fresse, dein Job kann ein Affe ohne Eier erledigen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unprofessionell, aber naja, es bleibt uns auch nicht mehr so viel Zeit, also von daher können wir es auch einfach jetzt beenden. Es ist noch genug Zeit, es ist noch nicht vorbei. Okay, okay, ist ja gut. Oh, ich mag es, wenn ich das sagen hab. Ja, ist ja alles schon gut, aber ich habe gar keine Fragen und ich habe jetzt auch kein Thema und Was ist los? Hast du Sand in der Möse? Nee, es ist nur so, Mal sehen, wie es um deine inneren Werte bestellt ist. Inneren Werte? Wie meinst du das? Das tut jetzt leider ein bisschen sehr weh. Wow, wow, warte! Hoffentlich hat die USK das nicht gesehen. Hilfe! 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 So, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Epic Duel Commentary of History mit dem Duke Nun gefallen. Falls ja, könnt ihr es einem Daumen geben, das würde mich freuen. In dem Sinne sag ich jetzt, haut's rein und tschö tschö! We'll be right back.